Berlin, Wolterstraße, Sitz des deutschen Auslandsfernsehens DWTV. Morgen. Die Pförtner kennen Sie natürlich, wenn Birgit Keller in aller Frühe zur Arbeit kommt. Sie moderiert die Nachrichten von DWTV, einem Sender, der auf eine Dekade zurückblickt. Arbeitstag dauert 11 Stunden. Eine Schicht geht von Montag bis Freitag, immer von 5.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Ich stehe zu Hause um 4 Uhr auf. Anfangs war das mit dem Frühaufstehen die Hölle. Also furchtbar. Aber da gewöhnt man sich dran. Morgen. Ihr erster Weg in der Nachrichtenredaktion führt direkt zum Chef vom Dienst. Morgen. Der hat in der Nacht die Themen für die erste Sendung vorbereitet und bringt sie auf den aktuellen Stand. So. Hallo. Norbert. So. Du siehst, Portugal hat gewählt. Und da haben wir zwei Stücke vorbereitet und wir haben eine Schalte. Mit wem? Und die Schalte mit unserem Korrespondenten Reinhard Wehn. Aha. Und der uns so ein bisschen erläutert den Ausgang der Wahl. Den kann ich auch vorher nochmal anrufen. Den kannst du auch vorher nochmal anrufen. Die Telefonnummer habe ich hier, gebe ich dir gleich dann mit. Mhm. Dann will ich mir jetzt erstmal die Stücke angucken. Guck dir die beiden Stücke erstmal an und den reden wir dann auch da nochmal. Auch so in der Reihenfolge. Ich war 9 Jahre und 9 Monate Fernsehdirektor der Deutschen Welle. Direktor von einem Fernsehsender, der mit viel Elan und hohen Erwartungen startete. Und damit drücke ich auf den Knopf. DWTV wurde vor 10 Jahren aus der Taufe gehoben. Es war der Anfang von inzwischen einem Jahrzehnt Auslandsfernsehen aus Deutschland. Es waren 10 sehr schnelle Jahre. Per Satellit wurde erstmals ein aktuelles Fernsehprogramm von Deutschland in die Welt ausgestrahlt. Der Ursprung RIAS Berlin. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Freunde von RIAS TV. Das ehemalige RIAS Fernsehen wurde zu Deutsche Welle TV. Also war der Aufbau von RIAS TV für die junge Mannschaft schon ein riesiges Abenteuer, war dann der Aufbau des weltweiten Satellitenfernsehens ein ähnlich großes Abenteuer. Und wir sind mit der gleichen Unbefangenheit an diese Aufgabe herangegangen, wie wir seinerzeit das erste informationsorientierte Frühstücksfernsehen aufgebaut haben. Nur, dass wir jetzt Informationen konzipiert haben, die für die Welt gedacht waren. Cape Canaveral. Eine Rakete brachte den Satelliten Intelsat K in den Orbit. DWTV ging in Nord-, Mittel- und Südamerika auf Sendung. Eine Welt im Wandel. Politische Entwicklungen, militärische Auseinandersetzungen, Völkerwanderungen. Wissenschaftliche Entdeckungen, technischer Fortschritt. Natur und Umwelt geprägt von Veränderungen. Auch Deutschland hat sich verändert mit der Wiedervereinigung. Eine neue, größere Republik im Herzen Europas. Ein Spiegelbild all dieser Entwicklungen und Umbrüche in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt, das sind die Satellitenprogramme der Deutschen Welle. Morgens ist natürlich immer stressig, weil das ist so zum einen eben das Tagesthema vorzubereiten, das meistens aus 3 Stücken oder 2 Stücken, also Filmbeiträgen und einem Interview besteht. Und da sind eben dann morgens schon relativ viele Sachen zu schreiben, so 6 Anmoderationen, möglicherweise ein Interview und das alles in einer Stunde, das ist dann recht eng. Ja.
Deutschland heute rennen. Das Magazin Deutschland heute. Auch hier wird eine tägliche aktuelle Sendung gemacht. Die Kollegen in der Redaktion suchen Themen, recherchieren Beiträge, bereiten die Sendung vor. Deutschland heute interessiert die Geschichten hinter den Nachrichten. Die Redakteure planen und briefen die Moderatoren, die dann das Programm präsentieren. Die Torte, die Sie hier hinter mir sehen, da sehen Sie es, haben wir bereits in der Redaktion angeschnitten, denn zum tausendsten Mal sind wir weltweit mit Deutschland heute zu sehen. Guten Tag und herzlich willkommen zu Deutschland heute, dem neuen Magazin von DWTV. Eine randvolle Ausgabe wartet diesmal auf Sie. That was very, very much appreciated. Thank you for joining us. Here's what we have coming up in the next half hour. Attention. Deutschland heute räumt Fernsehpreise national wie international ab. Im Jahr 2000 den Hans-Klein-Medienpreis und die Silbermedaille des New York Festivals für die Serie Freiheit Wagen von Boris Claudi und Monika Martin. Wie war das Wochenende? Sehr schön. Na ja, gut, ich habe hier gearbeitet. Ach so. Das war mein Wochenende, aber trotzdem das schöne Wetter gestern. Ich bin vor der Sendung eigentlich nicht mehr nervös, weil man einfach nach so vielen Jahren und auch nach 6 Sendungen am Tag, da hat man einfach Routine. Nachgepudert wird eigentlich immer jedes Mal, wenn es vor die Kamera geht. Und ab und zu schminken wir dann auch mal nach. Aber die Grundschminke wird eigentlich morgens gemacht. Oder beim Beginn der Sendung. Genau, damit sich der Zuschauer nicht erschreckt. Genau. Kurze Entspannung. Die Moderationstexte sind bereits geschrieben. Ja, ne? Gleich beginnt die erste von insgesamt 6 Sendungen für Birgit Keller an diesem Tag. Am wichtigsten beim Fernsehen ist die Krawatte. Ja? Das ist sozusagen das Kernstück des Fernsehauftritts. Wenn der Schlips schief ist, ist alles andere egal. Ich komme später dann zu euch, oder? Ja. Ja, junge Szene. 100 Grad unterwegs in Deutschland. Was geht ab in Bayern? Wohin in Brandenburg? Ist was los im Saarland? Was tun in Bremen? Und was ist hip in Berlin? In Brüssel wird das Magazin Europa aktuell aufgezeichnet. DWTV sendet nicht nur in die Welt, sondern bezieht von dort auch Informationen. Direkt durch die Korrespondenten und Außenstudios in mehreren Ländern. Wir wollen nicht nur zeigen, wie Deutschland ist, sondern wir wollen auch zeigen, wie Deutschland in diesem Europa und wie der Rest Europas ist. Und ich glaube, das ist was, was es wirklich weltweit nicht gibt. Es gibt angloamerikanisch dominierte Sender, es gibt Sender, die mit ihrer Commonwealth-Tradition sehr auf Afrika fokussiert sind. Und dann gibt es eben DWTV. Und DWTV versucht, Europa so zu zeigen, wie es heute ist. In dem Gebäude der Bundespressekonferenz in Berlin befindet sich das DWTV-Parlamentsstudio. Dort stehen Politiker den Journalisten Rede und Antwort. Die wichtigste Hürde steht der Bundesregierung jedoch erst noch bevor. Fernsehen direkt aus dem Zentrum der politischen Macht im Herzen von Berlin. Vor der eigentlichen Live-Sendung wird noch ein Interview mit einem DWTV-Korrespondenten voraufgezeichnet. Die Fragen werden kurz abgestimmt. Ja, schönen guten Morgen, Herr Behm. Hier ist Keller am Apparat von der Deutschen Welle. Ich wollte kurz das Interview absprechen. Wir haben 2:30 Zeit und wir denken mal so, mit 3 Fragen dürfen wir durchkommen. Die PSD wird nach dem Wahlsieg dennoch nicht allein regieren können. Was bedeutet das Ergebnis nun für die Regierungsbildung? Jetzt sind offenbar wieder die konservativen Liberalen am Zuge. Ist das die Wende? Ja, oder wollen wir sagen, ist das der Trend? Ja. Gut. Das schaffen wir dann alles in 2:30. Aus dem DWTV-Studio Washington in den USA werden die neuesten Informationen via Satellit in die Zentrale nach Berlin überspielt. Und direkt vom Roten Platz liefert der Korrespondent vom DWTV-Studio in Moskau seine journalistische Einschätzung nach Berlin.
Also wir haben viele Schalten, weil unsere Korrespondenten im Ausland sitzen und wir schalten ziemlich häufig nach Washington. Klar, die Amerikaner bestimmen ja auch mit die Weltpolitik. Dann schalten wir häufig nach Moskau. Das war ja einst mal Weltmacht. Und dann schalten wir natürlich häufig nach Brüssel, weil Europa liegt uns am Herzen. Morgen. Die Satellitenleitung für die Schalte mit dem Korrespondenten steht. Die wird im Nachrichtenstudio aufgezeichnet und später in die Live-Sendung eingespielt. So, Achtung. Und in Brüssel begrüße ich nun meinen Kollegen Reinhard Behm. Die PSD wird nach dem Wahlsieg dennoch nicht allein regieren können. Portugal, das muss man sagen, war in den letzten Jahren ja der Musterknabe. Mit einem Druck auf den Startknopf eröffnete Zukunftsminister Rüttgers das neue 24-Stunden-Programm von Deutsche Welle TV. Das Programm des deutschen Auslandssenders wird seit Samstag rund um die Uhr in Deutsch, Englisch und Spanisch ausgestrahlt. Aktuelle Nachrichtensendungen zu jeder Tageszeit sind Schwerpunkt des neuen Sendeschemas. DWTV sendet nun 24 Stunden am Tag. 12 Stunden in Deutsch, 10 Stunden in Englisch und 2 Stunden in Spanisch. Ein vielfältiges Programm. Informationen und Nachrichten, Unterhaltung, Jugendsendungen und Sport. Mit dem 24-Stunden-Programm verbindet sich gleichzeitig die Belegung von 2 Satelliten. Für Asien, Australien und Neuseeland, aber auch für Afrika. Das bedeutet, dass wir Satellitenfernsehen rund um die Uhr anbieten können. Die Kollegen aus Technik und Redaktion feiern. Einige von ihnen werden gleich wieder arbeiten müssen, denn ab jetzt gibt es auch Nachtschichten. Zwischen 1995 und 1998 gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Programmformaten. Damals wie auch heute haben Dokumentationen einen großen Sendeanteil. DWTV sendet per Satellit und Rebroadcaster rund um die Welt. Das Programm richtet sich an alle an Deutschland Interessierte, an Deutsche, die im Ausland leben, an Deutsche auf Reisen. Deutschland wird sich militärisch und wirtschaftlich weiter in Afghanistan engagieren. So. Ich werde versuchen, das hier mit einem möglichst schlauen Ausdruck zu kompensieren. Das dürfte dir ja nicht so schwer fallen. Das fällt mir überhaupt nicht. Sekunden vor der Sendung. Letzte Absprachen mit dem Co-Moderator. Wir sprechen über die Tourismusbranche anlässlich der internationalen Tourismusbörse, die in Berlin stattfinden tut. Mhm. Die Moderatorin ist schon wichtig. Sie präsentiert die Sendung und sie präsentiert damit ja nicht nur sich selbst, sondern auch die Leistung der anderen, die dahinter stehen. Ich weiß, was da alles für Arbeiten angefallen sind. Und, wie so oft im letzten Moment, noch eine Änderung der Reihenfolge der Filmbeiträge. Die Liste ist raus und was ist drin? Ja, danke. Kurz vor der Sendung noch Kontrollen in der Regie. Fehler, die hier passieren, sind für den Zuschauer am Bildschirm zu sehen. Stimmt der Ablauf? Sind die Namen, die eingeblendet werden sollen, richtig geschrieben? Hier ist der Journal von DWTV aus Berlin. Ich bin Birgit Keller. Guten Tag. Portugal steht vor einem Machtwechsel. 6 Jahre lang regierten die Sozialisten. Programmumstellungen und aktuellste Informationen werden sofort ins Studio weitergeleitet. Der Regisseur ist auch während der Sendung mit den beiden Moderatoren per Funk verbunden. Wahlkampfadorau Barroso versprochen, die Steuern zu senken. Gleichzeitig muss er jetzt aber auch den überschuldeten Haushalt sanieren und will deswegen staatliche Unternehmen privatisieren. DWTV sorgt für Hintergrundinformationen bei sportlichen Großereignissen.
direkt offen lassen oder jetzt machen? Nach der Sendung heißt es für Birgit Keller, keine Zeit verlieren. Ich komme gleich wieder. Ja, wieder. Nach Ost. Ja. DWTV engagiert sich zunehmend in Krisengebieten weltweit, trägt der sich verändernden politischen Rolle Deutschlands Rechnung. Was in Somalia mit einem Service für deutsche Soldaten im Einsatz begann, wurde auf dem Balkan fortgesetzt. DWTV spielte dort eine wichtige Rolle in der objektiven Informationsvermittlung. Ab Mai 2002 wird für Afghanistan ein Sonderprogramm in den Landessprachen Dari und Pashtu ausgestrahlt. Das wäre natürlich schön, wenn das jetzt gleich noch einhaut. Okay, gut, tschüss. Okay, Nahostschalte, habe ich mir jetzt ein paar Fragen ausgedacht. Ich hatte doch welche reingeschrieben. Ach, wo? Ich habe dich gefunden. Doch gesagt. Das ist für das Tagesthema morgen? Oder für das Tagesthema morgen. Mit dem Wort Frieden, weil Frieden... Meistens müssen mehrere Dinge gleichzeitig getan werden. Parallel zum normalen Sendeablauf wird schon der nächste Tag vorbereitet. Ne? Wie erfolgversprechend sind sie eigentlich? Oder dass man sagt, diese neue Vermittlung bei uns, als es angemeldet, dass die Europäer erwartet haben, wie kann Europa die neuen... Veränderung als Prinzip. DWTV im Wandel. Als deutscher Sender mit europäischer Note startet DWTV am 1. Januar 1999 in eine neue Zukunft. Rund um die Uhr liefert DWTV weltweit aktuelle Informationen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Die Medienlandschaft entwickelt sich in rasantem Tempo. Da ist klares, eigenständiges Profil gefragt. Deshalb hat DWTV jetzt eine inhaltliche und optische Neupositionierung in die Tat umgesetzt. Das Ergebnis: ein völlig neues Sendekonzept, maßgeschneidert auf das Informationsbedürfnis unserer Zeit. Programm mit Plan. Das neue Sendeschema von DWTV basiert auf einer einfachen, aber grundlegenden Idee. Jede Programmstunde wird halbiert und in zwei Blöcke geteilt. Die Nachrichten beginnen zu jeder vollen Stunde und dauern 30 Minuten. In der zweiten halben Stunde folgen Magazine und Dokumentationen. Kein Format ist länger als 30 Minuten. Zahlen, Fakten, Analysen laufen zusammen in der Wirtschaftsredaktion und werden für das Programm ausgewertet. Aus den Wirtschaftszentren Europas, aus den armen und reichen Ländern der Welt. Vertrauen in die brasilianische Wirtschaft natürlich vor allem auf Krediten des Internationalen Währungsfonds. Insgesamt hat der Markt ja gar nicht so... Wo sich die Wirtschaft trifft und Neues präsentiert, ist DWTV dabei, wie auf der weltgrößten Computermesse CeBIT in Hannover. Mittagskonferenz. Chef vom Dienst, Moderatorin, leitende Redakteure, Tagesplaner treffen sich. Die kleine Runde. Per Telefon ist noch die Parlamentsredaktion zugeschaltet. Zeit zur Selbstkritik. Wo gab es Schwierigkeiten? Wie kann man das Programm für die nächste Sendung noch verbessern? Welche Themen stehen für den folgenden Tag an? Ja, hier ist die Mittagskonferenz. Hallo Beate. Wir sammeln uns gerade. Wir haben nämlich gerade noch ein bisschen Besuch hier. Das ist nämlich ganz schlecht, das heißt fast gar nichts. Ja, das war von Bitter Zoll war es, dass eben sozusagen Armutsbekämpfung die beste Terrorbekämpfung. Und manchmal sind auch Nachrichten in eigener Sache zu melden. Der neue Intendant der Deutschen Welle, Bettermann, hat am Montag sein Amt angetreten. Der Chef des deutschen Auslandssenders ist für 6 Jahre gewählt worden. Bettermann kündigte an, er werde den Kurs seines Vorgängers Weyrich fortführen. Bettermann sagte, er übernehme ein gut bestelltes Haus. Er wolle weiter dazu beitragen, dass die Deutsche Welle ihrem Auftrag, das Bild Deutschlands ins Ausland zu vermitteln, gerecht werde. Gerade in politisch bewegten Zeiten wie nach den terroristischen Anschlägen in den USA sei es besonders wichtig, den Standpunkt Deutschlands darzustellen. Deutsch, Englisch und Spanisch sind die drei Sendesprachen von DWTV. Für die Adaption der Sendungen arbeiten spanische und englische Redakteure.
Wer fehlt denn noch? Englinger sind da. Sie treffen sich zur Besprechung. Die Nachrichten werden abgeglichen. Welche kommen rein, welche fallen raus in der nächsten Sendung? Wo werden eigene Schwerpunkte gesetzt? Die in der englischen Redaktion arbeitenden Journalisten sind Muttersprachler. Engländer, Amerikaner, Irländer, Australier. Insgesamt rund 400 Festangestellte und über 600 freie Mitarbeiter produzieren das Programm von DWTV. Und wieder ein Knopfdruck. Start für einen neuen Sender. German TV als Pay-TV. Eine Ergänzung zu DWTV. ARD, ZDF und DWTV haben sich zusammengetan. Das Beste aus Unterhaltung und Information des deutschen Fernsehens wird weltweit ausgestrahlt. Ein Angebot für Deutsche im Ausland, die auf vertraute Sendungen nicht verzichten wollen. Wo ist denn die reale Uhrzeit? Ich glaube, dass die Nachrichten schon ein ziemlich hartes Geschäft sind, weil es eben ständig aktuelle Ereignisse gibt und weil es eben ein sehr stressiger Job ist und weil eben Dinge sofort gemacht werden müssen und weil eben die nächste Sendung schon ansteht. Also man muss schnell denken können, schnell produzieren können. Aber eben ging's doch, war so schön. Doch was wäre der Mensch allein nur mit Nachrichten und ohne Kunst und Kultur? So präzise Licht. Das ist ein Kunstwerk. Hey, immer du auf dir. Du das. Bueno, no nada más que ahora viene un Beitrag sobre las elecciones en Portugal. Bueno, el Beitrag de las elecciones en Portugal. Hay que tener mucho cuidado. Spanier, Chilenen, Argentinier. In der Spanisch-Redaktion arbeiten Journalisten aus 11 Nationen. Täglich gehen sie 2 Stunden auf Sendung. Ihr Programm zielt vor allem auf Mittel- und Südamerika. Nein, wir können es jetzt machen. Ich bin unglaublich gerne bei der Deutschen Welle. Zum Anfang hatte ich ja große Bedenken, weil das so ein Riesenhaus für mich war und weil ein unglaubliches Gewimmel und Gewusel manchmal ist. Aber wenn man drinsteckt, merkt man eben, dass ein unglaublicher Teamgeist auch vorhanden ist. Die Moderatorin der nächsten Schicht ist eingetroffen. Übergabe. Sie präsentiert die Nachrichten in den folgenden Stunden. Ein Programm für den Globus. Mustafa Paloya, Asia. Krisis Ökonomie. Hier ist die Deutsche Welle. You can see and hear us all over the world. Sprache ist die Brücke zwischen den Menschen. Weltweiter Dialog fördert das Verständnis zwischen den Völkern. Kommunikation als Auftrag. Es ist 16.30 Uhr. Birgit Keller hat es für heute geschafft. Morgen früh um 5.30 Uhr ist sie wieder bei DWTV. Tschüss dann, ne?